Warum solltest du dir unbedingt deine größten Wünsche erfüllen? Nun, ich denke, unsere größten Wünsche sind deswegen da, damit sie erfüllt werden. Und zwar auch wirklich die ganz, ganz großen. Denn wenn du mal den Manifestationsprozess wirklich verstanden hast, wie das funktioniert, und du weißt, dass deine Visionen nicht von dir kommen, also nicht ich, Tanja, die jetzt hier sitzt, vor dir und in die Kamera spricht, ist diejenige, die mir meine Imaginationsvorlagen liefert, sondern es ist tatsächlich mein magisches Selbst, also dieser innere Mensch, meine Seele, mein höheres Selbst, diese Verbindung zu meinem göttlichen Funken, zu Gott in mir. Wenn also dieses Bild oder diese Bilder, diese Wünsche auf diesem Weg zu dir kommen, dann kreierst du das ja nicht, sondern es ist tatsächlich eine Vorgabe deiner Seele. Und deswegen weißt du auch, dass es sich um Herzenswünsche handelt. Und das ist auch ganz, ganz wichtig zu wissen, dass wenn wir manifestieren, dass wir immer wieder schauen sollten, ist das jetzt tatsächlich ein Herzenswunsch? Gerade wenn es jetzt um Geld geht oder so, dann neigen wir ja dazu, okay, wir wollen jetzt Millionen haben. Worum es aber eigentlich geht, ist ja die finanzielle Freiheit und was wir mit dem Geld machen wollen. Also wir wollen ja frei sein und das tun, was wir tun wollen, mit wem wir es tun wollen, wo wir es tun wollen, wie lange und, und. Ja, darum geht es ja eigentlich. Und deswegen ist es mitunter auch wesentlich leichter, uns da selber ein bisschen auszutricksen. Und auch das lernst du hier, dass es eben nicht in Wahrheit nicht um die Millionen geht, wenn es jetzt um finanzielle Freiheit geht, sondern um das, was du nach außen strahlst, wie du die Welt siehst. Kannst du sehen, wie viel du schon besitzt, was du schon alles geschenkt bekommen hast vom Leben, was dir alles Wunderbares widerfährt? Wenn du in diesem Zustand bist, dann spiegelt dir deine Seele in deiner Realität, dass in der Form, dass natürlich das, was dazu passt, du in dein Leben ziehst, ja, die richtigen Kunden, die richtigen Ereignisse, du bist zufällig am richtigen Ort, zufällig sage ich, es gibt ja keine Zufälle. Und so spielt dir das Leben zu, ja, und nachdem das ja deine Realität ist, deine Realitätsblase, ist es natürlich wichtig, sich hier auch damit zu beschäftigen, mit diesen Thematiken. Und wenn jetzt etwas ein richtig großer Wunsch ist, zum Beispiel bei mir war es ganz, ganz lange Zeit diese Delfinreise. Ja, ich wollte unbedingt mit wilden Delfinen schwimmen. Ich wusste nicht warum, aber schon langsam macht das natürlich alles Sinn in dem, was ich jetzt tue, weil es einfach eine meiner Erfolgsstories ist. Und derer gibt es ja ganz, ganz viele. Und ich glaube, wenn wir uns nicht erlauben, uns unsere größten Wünsche zu erfüllen, dann kann es wirklich dazu führen, dass wir Probleme bekommen. Denn ich sehe das immer wieder, ich begleite ja auch Trauerfamilien, als freie Rednerin gestalte ich dann Trauerfeiern, also nicht nur das, ich mache auch Hochzeiten, aber ich sehe und höre ganz viel über die Leben der Menschen, ja, die ich begleiten darf. Oder ja, wenn es ganz tragische Ereignisse gibt, wie Suizid oder was auch immer. Und ich sehe einfach, dass dieser Mensch oft große Träume gehabt hätte und sie sich nicht erfüllt, weil wir das ja nicht in der Schule lernen. Uns sagt ja niemand, dass alles möglich ist. Das müssen wir uns, so wie du jetzt eben, erarbeiten. Auch den Glauben daran. Darum geht es ja auch im nächsten Kapitel. Und das ist ganz wichtig, denn ich bin davon überzeugt, deine Wünsche leben in deinem Herzen, weil du sie wahrnehmen kannst. Und wenn du sie wahrnehmen kannst, dann existieren sie ja schon als Blaupause. Und wenn es im Leben darum geht, wiederzuerkennen, wer wir eigentlich wirklich sind, nämlich eben nicht ich jetzt, Tanja, die vor dir sitzt und hier in die Kamera für dich spricht, sondern dass wir ganz groß sind, ganz magisch, dass wir diesen göttlichen Funken in uns haben, dass wir uns daran wieder erinnern und nicht nur erinnern, sondern es wirklich auch anwenden, ja, dann wissen wir,
dass alles möglich ist, einfach indem wir unsere Imaginationskraft benutzen, mit unserem Bewusstsein neue Bewusstseinsräume kreieren, energetische Räume kreieren, wo Veränderung schneller möglich ist. Ja? Und wenn wir das nicht tun und ein Leben leben, das an unseren Herzenswünschen vorbeigeht, dann ja, kann es wirklich dazu führen, dass wir Probleme bekommen in Form von Krankheit, von diversen Herausforderungen, von Unfällen, was auch immer. Ja. Und irgendwann kann das tatsächlich auch so manifest werden, dass wir erst recht nicht wissen, dass wir das alles umgestalten können, so groß die Probleme auch immer sind. Und das ist ganz, ganz wichtig. Deswegen möchte ich dich auch immer wieder erinnern und werde es auch immer wieder tun, dass du einfach weißt, es ist wichtig, dass du dir deine allergrößten Wünsche erfüllst, auch beim Manifestieren, weil wir neigen ja dazu, weil der Verstand sucht ja immer nur, wenn wir schon mal etwas kreiert haben, ja, wie soll das nun gehen? Muss ich jetzt das oder das machen? Wie soll denn so viel Geld zu mir kommen? Kann ja eigentlich nur ein Lottogewinn sein. Oder, ne? Du verstehst, was ich meine. Unser Verstand findet aber keine Antwort, weil die Antwort, die unsere Seele, und dieser göttliche Funke, unser magisches Selbst uns liefert, das sind dann Ereignisse, die können wir uns nicht ausdenken, das haben wir nicht auf dem Schirm. Alles, was wir tun bei dieser Form der Manifestation, ist ganz einfach vom Endergebnis her kreieren und dann zusehen und empfangen, wie sich auch immer das dann entfaltet. Ja, das heißt es ist nicht, dass wir untätig herumsitzen und nichts tun. Es das heißt einfach nur, dass wir dann vielleicht eben Impulse bekommen, das und das zu tun. Oder ein Buch kommt zu uns oder ein Kurs kommt zu uns oder was auch immer. Und deswegen kann ich dir wirklich nochmal einfach nur sagen, erfülle dir deine großen Wünsche und erlaube dir groß zu träumen. Denn dazu sind sie da, unsere Wünsche. Sie wohnen hier in unseren Herzen und es ist wichtig, dass wir sie uns erfüllen.